Hallihallo, hallihallo, hallihallo. Wisst was? Hallihallo. Der Training, wo geht der Zeug, siehst du? Hallihallo. Wenn es nicht so lustig das Ganze jetzt schon wäre, würde man ja fast weinen. Ja? Würde man ja fast meinen. Ich bin vorher auf den Newsfeier gegangen von Rockstar Games, weil jetzt um so eine Zeit, um 5, 5, 6, 6, kommt ja immer so die Berichte der Newsletter. Und es ist mir auch klar. Leute, es tut mir leid. Es kam dieser Trailer. Dieser Trailer. Ich muss leider jetzt abschalten. Aber genießen wir einfach nur. Genießen wir nur diesen Trailer. Happy Halloween! Leute, über Gaming und Mr. Six, ihr habt euren Trailer! Mr. Six und über Gaming, ihr habt euren Trailer! Was habt ihr sehr wochenlang, tagelang berichtet? Die Linke, 26. Oktober, Kompass, 24. Oktober. Und hat es mir was gesagt mit dem Video, Rockstar Games Video. Rockstar Games, das habt ihr super gemacht. Endlich hat der Lehrling was richtig gemacht. Endlich hat der Lehrling was richtig gemacht. Er hat euch so richtig verarscht. Er hat euch so richtig, richtig gefickt. Ich hab bis jetzt immer gesagt, der Lehrling ist ein Trottel. Aber das mal. Hat euch der Lehrling mit den Linken so richtig geschmackig, geschmädig. Verarscht hat er euch. Er hat euch so richtig verarscht, hat er euch. Mit Matschbad und Grismax und so weiter. Alter, der Netlook hat sogar jetzt einen eigenen YouTube-Kanal. Ja. Ja, alias Michel de Santos. Seit Tagen macht er schon GTA 5 jetzt da auch. Ja, wenn ihr jetzt auf YouTube geht, ja, gebt es ganz einfach hier Netlook ein. Der hat seit Wochen, ja, ebenfalls einen eigenen Kanal. Da, ja, der Michel de Santos ist es persönlich. Und er spielt seit Wochen auch das GTA 5. Vor 2 Tagen hat er einen Livestream gemacht, 40 Minuten. Er spielt halt nicht ewig. Er spielt halt nicht ewig, das Ganze. Ist klar. Nach 1 Stunde 40 sagt er Schluss, Ende, ein bisschen Pause machen, Würler und alles. Der hat seit vielen Jahren hier einen Kanal, aber er hat auch ausgesetzt. Ja, aber seit ein paar Tagen, seit 2 Wochen circa, spielt er. Ebenfalls das GTA 5. Ist das so richtig verarscht worden? Ah, es tut mir leid, Leute, aber es tut mir eben Herzen weh, aber ihr seid so richtig vorgeführt worden. Ihr seid so richtig vorgeführt worden. Das ist. Ja, wie gesagt, der Trailer kam vor ein paar Minuten heraus. Paranormale und übernatürliche Ereignisse häufen sich kurz vor Halloween. Ja, also es ist,
Es sind jetzt das, es gibt jetzt wieder Textnachrichten, bla bla, und diese Halloween-Fahrzeuge kehren zurück, falls es noch nicht habt. Ja, es kommen die ganzen Modis, die Firmen, einen Fallschirmrucksack gibt es, ja, Masken gibt es. Ich werde die ganzen Kürbissachen nicht mehr machen. Also die 200 Kürbis werde ich nicht suchen wie ein Trottel. Aber die Zähne können wir sehr mal wieder anschauen, das ist ja kein Problem nicht, aber die 200 mache ich nicht. Weil was gibt es da überhaupt für das da wieder? Da gibt es irgendeinen so einen beschissenen Gegenstand, das mache ich sicher nicht. Es gibt einen neuen Spülautomaten, den werden wir sie gönnen. Ja, vielleicht. Ja, also bis zum 1. November müssen wir sie den holen. Ja, also. Wenn es, ja, das ist also die dreifache Belohnung für Konkurrenzkämpfe, die dreifache für die Herausforderungen, dann für Mitarbeiter dreifach gehört, also da kann man auch diese Woche gutes Geld machen. Ja, also es ist ja nicht so, dass man, wie gesagt, dann da das sind die, dann die Autos, was da. Mein Haberer da hat das Simon, ja, dann diese zwei Autos, dieses Moped und dieses Auto kehrt zurück. Ja, der Karan, Karin Eberan ist auf der Glücksrad. Ja, es ist ja nicht so, die Masken gibt es da nicht mehr für das GTA Plus und so weiter. Rabatte gibt es natürlich selbsterklärend auch, natürlich wieder. Ja, und genauso auch Waffen. Summa summarum kann man sagen, ist auf die Leibwächter kann man sicher, schnappt sich ein Kumpel übers Wochenende dreifach. Für mich ist eigentlich da nur eines, die dreifach Variante für die Leibwächter interessant. Ja, alles andere muss man sich anschauen. Ja, ich meine, ich halte von den Konkurrenzkämpfen nichts. Ja. Und dreifache Belohnung auf Events und Herausforderungen im freien Modus muss man sich auch mal anschauen. Aber für mich ist das mit den dreifach Gehälter halt relevanter als wie alles andere. Ja, aber wie gesagt, da muss man sich anschauen, die 10 und die 20, 200 natürlich, wo wie in etwa die liegen. Ja, da haben wir ja eher das eigene Seiten. Da müssen wir sich das halt dann einmal anschauen. Ja, diese Seite kann ich euch ja jetzt damit präsentieren, das ist GTA Web EU, aber die habe ich euch eh schon mal gezeigt, da macht es das nur einwilligen GTA Online. Das braucht es dann noch schließen, zustimmen. Dann habt ihr einmal diese wunderschöne Landkarte erlernt, habt ihr auf der Seite dann eben die dementsprechenden Rubriken. Also das heißt, also wir brauchen das mal zunächst einmal die ganzen Kürbis kennen, da müsst ihr selber schauen, die Actionfiguren, wenn ihr es noch nicht habt. Nicht den Schlitzer, die Schatzsuche, wenn ihr es noch nicht habt. Dann die ganzen Gäste, die Dogen, das sind natürlich, da könnten es eventuell sein, ja. Dann die ganzen Pakete an diesen Stellen könnten es sein, ja, und so weiter. Ihr habt ja natürlich den Waffenhändler natürlich auch, selbsterklärend. Ja, jetzt muss man nur schauen, die Tatorte gibt es ja auch noch teilweise. Na klar, gibt es die noch, diejenigen, die was die Waffen noch nicht haben. Die Ladenüberfälle nicht, die ganzen Sachen kennt ihr euch, den Geldtransporter kennt ihr euch und die natürlich die Telefonattentate. Ja, da habt ihr den Waffenhändler, nicht, da ist der zum Beispiel, kann noch sein, dass das vom Vortag ist, noch da und da unten ist er jetzt aktuell. Ja, dann den Dealer habt ihr es, ja, das ist der aktuelle Stand, da sind sie heute. Ja, das ist da sind sie heute, da kannst du eben das Satellitbild spielen. Oder das Gelände halt einstellen, so wie es das du haben willst. Da oben, nicht? Und da kannst du es natürlich auch näher rücken lassen, ja. Da ist der Waffendealer und dann musst du dann noch das da schauen.
Was ich recht praktisch finde, ist das mit dem LSD verkaufen. Das finde ich da sehr praktisch. Wenn du zum Beispiel LSD verkaufen willst, nicht? Da hast du da das LSD, nicht? Die Verkäufe. Da warst du, aha, da ist Razzia, das ist Razzia, ja, da ist auch Razzia, da ist auch Razzia, das sind die Razzia. Ja, diese Sachen, das sind die Razzia, mit Razzia. Ja, also Polizeihinterhalt da, nicht da, ist ein Polizeihund da, da ist zum Beispiel kein, nicht, da ist nirgends an, du bist in der freien Zone. Ja, also, das kannst du dann auch aktivieren. Wie gesagt, die ganzen Ghosts und dann da hast du die Halloween-Sachen, nicht? Die Kürbisse, die 200, das sind die 200 Kürbisse, so werden die verteilt. Ja, zum Beispiel. Also, da ist halt hauptsächlich da. Und dann oben halt da nochmal weitere Kürbisse. Gut, Halloween Schlitzer haben wir dann da auch. Ja, dann hast du halt dann auch da einige andere Sachen auch noch. Ja. Aber da musst du halt dann selber, was du halt, dann kannst du da individuell dann einstellen. Genauso die Schneemänner, was wir dann wieder kriegen im Winter. Das sind, da steht dann eh, wenn du es anklingst, ist es ein Gelegenheits, ist ein Ereignis, nicht, wenn es nicht aktiv ist. Genauso das Sweep, das mit dem Bruce Willis, nicht, das war eine Gelegenheits, ist ein, ja, das kommt auch zeitweise, das muss man schließen. Ja, und dann eben die Biote-Pflanzen, wenn es dann kommen wieder, nicht, was da gleich auch aufgelistet, nicht. Die sind ja Season für verschiedene Auslöser erhältlich, also das hast du dann auch da aufgelistet. Ja. Und eben, das musst du dann selber, dann eben für dich selber dann einstellen, da hast du dann auch die Ghost, nicht? Da den Ghost. Das ist eben auch Season ergreifend, nicht? Da sind die ganzen Geister, nicht? Was wir auch gehabt haben, nicht? Dann die ganzen UFO, was waren, ja, zum Beispiel. Ja. Ja, Leute, wie gesagt, das müsst ihr euch dann selber einstellen. Ich weiß, verstehe noch nicht, dass heuer die Zähne noch nicht aktiviert haben, die Kürbisköpfe, aber ja, vielleicht kommen sie noch. Aber da müsst ihr euch das dann selber dann halt einstellen. Auch das sind noch 10. Ja. Und so schaut das, wenn es alles alle anzeigen. So würde das Ganze ausschauen, wenn es alles anzeigt. Ja. Ist ein bisschen dann verwirrend, dann würde sich keiner mehr auskennen. So würde es ausschauen, wenn es alles aktiviert hätte. Ja. Ja, also da könntest du dann eher ausblenden, auch wieder. Ja, also habt ihr eine nackte Karten dann. Und dann könnt ihr euch das dann halt da dann mit dieser Seite dann einstellen. Gut. Weil es ja lustig ist. Ja. Weil es ja lustig ist. Ja. Ja, was soll ich da sagen? Gut, das war's wieder. Tschüss.